Hallo ihr Leseratten und willkommen zu einem Aussortiert-Video. Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Aussortiert-Video. Ich habe ein paar Bücher aussortiert. Ein paar. Viele. Innerhalb von 2 Monaten, beziehungsweise ein bisschen drüber. Da sind 3 Bücher dabei, die ich vorher schon aussortiert habe. Ansonsten sind alle Bücher aussortiert von Juli und August. Sie sind völlig durcheinander in der Reihenfolge, wo ich sie aussortiert habe. Ich habe sie einfach gegriffen, um sie euch zu zeigen. Das erste ist tatsächlich eins, was vorher schon aussortiert wurde, weil ich mir das dann quasi neu, beziehungsweise als Merkmalsplan nochmal zugelegt habe, weil die Ausgabe nicht so schön ist. Und das ist Junespe, ihr Königreich, weil das ist hier extrem rund gelesen. Das hatte ich mal aus der Bücherzelle gehabt. Und dachte mir so, auch komm, wenn ich es da schon wieder schick finde, dann kann ich auch das hier aussortieren. Ja, von mir noch nicht gelesen gewesen, aber wenn es also hier, und generell gilt bei den ganzen Büchern, wenn ihr eins seht, was ihr unbedingt haben wollt, schreibt mich gerne an und dann finden wir eine Lösung, wie es zu euch kommen kann. So, dann haben wir Stirbt mein Prinz von Tanja Carver. Ich glaube, ich hatte es schon mal angelesen, ich bin mir nicht sicher, weil ich weiß doch gar nicht, wie die Meinung dazu war, ob ich den behalten wollte oder nicht. Aber ich hatte mir so, ne, ich habe es immer noch nicht gelesen, kann gehen. Das ist bei vielen so. Und das hier habe ich sogar erst vor kurzem gefunden gehabt. Soko im Einsatz. Der Fall Mirko und weitere brisante Kriminalgeschichten. Und zwar von der, aus der, mit wahrer Begebenheit von Ingo Thiel. Ja, ich brauche Platz. Und vor allem brauche ich einen schrumpfenden Sub. Dann habe ich aussortiert Elsa Nilsson, der Psychologe. Cover ist jetzt auch nicht so berauschend, deswegen ist es gegangen. Eigentlich war das der Grund. Dann habe ich hier die Launenhaftigkeit der Liebe von Hannah Rothschild. Das hatte ich in meiner Lovey Books Box und vor etlichen Millionen Jahren und nie gelesen bisher. Und das ist natürlich so, komm, dann kann es auch gehen. Ähnlich mit dem Cover ist das hier. Ein plötzlicher Tod. Das war sogar, was ich erst... Ich habe gestern noch die letzten Bücher für August ausgesucht. Aber ja, ich habe gestern erst entschieden, dass es gehen darf. So, dann Charlene Thompson, obwohl wir September haben, aber es war trotzdem für August, weil die letzten Bücher vom August, die eingezogen sind, da habe ich noch keine Bücher aussortiert. Das habe ich dann gestern wirklich nachgeholt, nur zur Erklärung. Das habe ich genauso leicht gefunden wie das mit Soko. Charlene Thompson, gestehe ein letztes Mal, wie gesagt, war gefunden. Und ich hatte jetzt keine Lust mehr. Dann habe ich das Rexbrett aussortiert. Ich hatte schon mal, war das der Vorgänger? Ich weiß gerade gar nicht, jedenfalls schon mal ein Buch von ihm gehabt. Und das hatte ich dann auch aussortiert. Schon vorher, bevor ich das Buch hatte. Und ich dachte, komm, jetzt ist es egal. Jetzt packe ich das auch wieder weg. Bringt ja nichts. Dann 2 Bücher, die ihr wahrscheinlich nicht haben wollt. Weil das sind so Menge Exemplare, die kann man gar nicht mehr lesen. Ich will es trotzdem in die Bücherzelle packen, weil ich... ich schmeiß Bücher nicht weg. Und zwar Power Girls Band 3, eine Fete für Boris. Da sind Seiten doppelt und dafür fehlen Seiten. Deswegen kann man das nicht wirklich lesen. Und im Teil der Donnerechsen, Fingerbockerbande, da ist eine... Ich kann es euch ja mal zeigen. Ich habe es euch, glaube ich, nie gezeigt, wie es aussieht. Wo ich nicht weiterlesen konnte hier. Da habe ich hier schon gedacht, so, was ist denn hier los? Ja, aber gut, die Seiten waren ja da, alles klar. Bis dann die Seite kam, wo nichts mehr drin ist. Da ist auf der einen Seite halt ein Bild gewesen und auf der anderen Seite Text. Ja, und deswegen konnte ich nicht weiterlesen, weil jemand das rausgeschnitten hat und das Bild da schon so toll fand oder so. Fragt mich nicht, warum man sowas macht. Dann habe ich aussortiert Kein sterbendes Wort von Harlan Coben. Ich habe... das Buch bereits hinten gelesen gehabt, Kein böser Traum, fand es so mäßig, hat dennoch ein zwar gekürztes Hörbuch gehört, was auch nicht so berauschend war, deswegen habe ich gesagt, okay, komm, Harlan Coben kann für mich gehen, habe das hier ein gelesenes, ein ungelesenes Buch aussortiert, genau. Genauso die beiden habe ich gleichzeitig aussortiert, einfach den Autor aussortiert, oder die Autorin, ich bin mir immer nicht sicher, ob es ein R oder eine Sie ist. Ah, Moment. Wahrscheinlich hier besser. Ist eine Sie, natürlich. und zwar Kay Hooper.
Die Augen des Bösen, das gab es irgendwann mal bei Weltbild. Aber ich frage mich jetzt bitte nicht, wie und warum und was. Wie das zu mir gekommen ist, ist schon ewig bei mir. Aber ich habe es halt nie gelesen. Und irgendwann, wie ist ein Datum drin? 2016, guck mal, kam auch das Buch zu mir, Jagdfieber. Ich habe es auch bis jetzt noch nie gelesen. Und es sind dazu gekommen. Autoren weg. Und alles gut. Und ich muss mich damit nicht mehr beschäftigen, dass ich das noch lesen muss. Ja, ich habe einfach zu viel, was ich noch lesen will, unbedingt lesen will. Und ich denke mal, da wird noch eine ganze Menge nach und nach von meinem Sub verschwinden. Neu besorgen kann man es immer wieder, oder Gebrauch besorgen kann man es immer wieder, wenn man es doch mal lesen möchte, aber ja. Gut, wie gesagt, wenn ihr was von den Büchern haben wollt, sagt mir gerne Bescheid. Dann finden wir eine Lösung und ansonsten wandern sie demnächst in die Bücherzelle. Nicht alle auf einmal, weil es ist zu viel, aber in zwei Etappen, schätze ich mal, kann ich die schon wegbringen. Okay, das war's von mir. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann. Bye, bye.